Swing, Tanzen und Wirtschaftskrise. Schon während der großen Depression in den 1930er Jahren haben die Amerikaner gegen ihren Blues angetanzt. Heute, gut 80 Jahre später, haben die Griechen den Swing für sich entdeckt. Jeder kann etwas mit Swing anfangen und erst recht, wenn man an die Veranstaltungen vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Börsencrash in den USA denkt. Es gibt in der Tat Parallelen zur heutigen wirtschaftlichen Lage. Josephine Giannakopoulou besitzt in Athen 2 Tanzschulen und hat mittlerweile hunderte Schüler. Sie und ihr Partner können jetzt von ihrem Job als Tanzlehrer leben. In schlechten Zeiten florieren oft die Künste. Deshalb profitieren wir von der Krise. Aber auch die Tanzpaare ziehen ihren Nutzen aus den Tanztees. Das Land steckt in einer tiefen Krise. Jeder Vierte im arbeitsfähigen Alter hat keinen Job. Da tut Abwechslung dringend Not. Wir vergessen unsere Probleme und amüsieren uns. Der Eintritt für die Partys ist preiswert, genauso wie die Getränke. Wir treffen uns hier 1 bis 2 Mal in der Woche, um ein bisschen Spaß zu haben. Wenn die Experten recht behalten, dann könnte es im nächsten Jahr mit Griechenlands Wirtschaft wieder bergauf gehen. Bis dahin muss der Swing die Leute bei Laune halten.